quatschen. Machen. Und damit herzlich willkommen zu Need for Speed Payback, die Speedcross Add-on Story Bundle Folgen. Folge Nummer 3, oder? Richtig? Müsste Nummer 3 sein. Ja. Wir sind gerade auch hier an dem Punkt, wo wir gerade aufgehört haben. Müssen wir nochmal kurz rüber. Da startet das nächste Rennen. So, Orte. Gehen wir erstmal hier zur Garage direkt. Dann geht's auch gleich weiter. Ich habe es im letzten Video schon gesagt, also wenn ihr da jetzt auf der Folge zufällig gelandet seid, ihr könnt euch auch nochmal die Folge 1 und 2 angucken. Findet ihr unten in der Videobeschreibung oder ihr klickt einfach in der Videobeschreibung die Playlist an und dann findet ihr da auch nochmal eine Übersicht von allen Videos zu dem Speedcross Add-on. Wieder unterwegs im Mazda RX-7. Fundort markiere ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ich denke mal, die meisten von euch werden es mittlerweile schon rausgefunden haben. Aber für den Fall, dass nicht, schaut einfach mal rein. Ist ganz einfach. Kriegt ihr auch hin. Oh, bisschen zu scharf gedriftet. Ganz stark. Ach, man muss hier sogar Punkte erreichen. Mhm. Ist ja eine Driftzahl. Mhm. Boah, voll wenig, ey. Außer dem Freund besiegt, reicht doch. Ach, das ist ja einfach. So. Wo ist denn das Ziel hier? Ach, hier links. Mhm. Da. Okay. Da sind wir. Es wird Zeit für ein bisschen Höhenluft. Auf den Gipfel. Ach so, jetzt sind wir glaube ich hier an einem. Naja gut, wir fahren, können da gleich wahrscheinlich irgendwie hochfahren. Hol dir den Highscore und bla 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 bla. Starten wir einfach mal direkt. Gar nicht lang quatschen. Machen. Verdammt, Mann! Ganz ruhig! Ich bin nicht dein Mann. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Nein, Mann! Das war meine Großtante Cheryl, wenn sie uns mit ihrem alten Ford zur Schule gefahren hat. Lach nur, Mac. Deine Speedcross-Teilnahme war ein Fehler. Jetzt ist es zu spät. Was soll das denn heißen? Warte. Ja, das hat mich jetzt überrascht, dass jetzt sofort wieder ein Einspieler gekommen ist. Die Wette nehmen wir mal an. ...360.000 Punkte in 3 Runden. Wird also eine sehr kleine Runde sein. Guck mal, sehen wir auch oben rechts die Stufe von dem Wagen. 272. Ich glaube, angefangen hatte ich da mit knapp 200. Also okay. Die steigt automatisch immer höher, ne? Würde mich ja noch interessieren, ob man den Wagen am Ende so geschenkt bekommt. Ja, wäre auf jeden Fall hilfreich. Obwohl, ne? Ich würde den nicht haben wollen. Ja, es bringt auch nichts, weil du dann die Speedcross-Story schon durch hast, ne? Ja, deswegen. Ich meine, gut, der Garagenplatz ist ja zum Glück jetzt auch nicht mehr begrenzt, so wie bei dem alten Need for Speed. Insofern würde mich das jetzt nicht stören, wenn ich ihn hätte. Aber ich denke mal, man kriegt ihn bestimmt geschenkt, oder? Weil man kann ihn ja sogar umsonst kaufen. Für jede Kategorie, glaube ich sogar. Außer für Speedcross. Da ist er ja noch gesperrt. Mhm. Da sind ja alle Wagen noch gesperrt. Vielleicht kannst du den auch dann für jedes Rennen benutzen, genauso jetzt, wie der halt ist, ne? Ich meine, du machst da ja alles. Von Driften bis Offroad. Das wäre auch lustig. Aber ne, das ist ja ein Speed-X-Auto, oder wie die Kategorie hier ist. Dann kannst du den auch nur für Speed-X-Rennen benutzen. Das wäre natürlich auch wieder dem. Ja, das ist so. Boah, was ist das denn Strecke, hier? Ey. Wir sind ja schon mit 800 km/h da hochgefahren, komm. Ja. Nee. Nee, erstmal nicht. Boah, 70.000 Punkte bis jetzt nur. Das wird aber echt knapp hier, glaube ich. Vor allem, du bist jetzt schon bei Runde 2. Ja. Aber ich habe noch keine Mühe gegeben bisher.
Ach so. Ja, guck mal, wie ich hier fahre. Ich streng mich die ganze Zeit an. Ja, ich wollte so ein bisschen die Bande zerstören. Ich dachte, das gibt auch noch Punkte vielleicht. Ja. Der Baum gibt auch keine Punkte. Nee, irgendwie nicht. Der Coin aber. Ja, habe ich, glaube ich. Ja. Könnte eigentlich, normalerweise könnte es eigentlich locker schaffen. Ja, müsste drin sein. Ich habe ja noch eine Runde Zeit. Ja, deswegen. Und du bist ja jetzt schon bei fast 300.000 Punkten. So, jetzt achte mal auf den Coin, den ich jetzt einsammeln werde. Ganze, okay. Ich achte. Ah, klasse. Scheiße. Wir konnten dran vorbei. Vielleicht den aber den jetzt hier. Ja, klasse. Oh Gott. Ja, kommt jetzt in die dritte Runde, brauchst noch 60.000 Punkte. Ja. Kriege ich hin. Ja, hoffe ich. Ich glaube, die Schwierigkeitsstufe, die steigt echt gar nicht an, ne? Ich meine, ist jetzt auch nicht wirklich schwer, ne? Ich fahre einfach nur recht schlecht. Was? Oder so zerstört hat. Ja, so viele Objekte zum Zerstören gab es ja auch gar nicht. Ne, hier ist noch eine. Ja, du konntest vorbei. Mal gucken, ob du jetzt die Coins einsammelst. Hm. Den einen da oben könnte man schon kriegen. Man könnte alle kriegen. Konzentrierst dich nur nicht. Ich habe einfach keine Lust. Aber jetzt, jetzt. Ja, die Kiste habe ich aber. Jetzt guck genau, wo er ist. Hm. Boah, das war aber echt knapp jetzt. Fahr zurück. Mache ich jetzt auch. So geht das hier aber nicht. So, zack. 40.000 Punkte hat das mal eben gegeben. Heftig. Den holst du auch. Hier war auch noch einer. Boah. Ach, der war auch eh, glaube ich, viel zu niedrig, der Wagen. Ja. Ich hätte schneller rüberfahren müssen. Aber die Kiste noch. Ja, ist auch wieder eigentlich kein Problem, obwohl ich jetzt wirklich schlecht gefahren bin. Da steht zwar großartig, aber... War doch großartig. Nö, irgendwie nicht. Oder war gerade wieder die Tabelle? Ich habe es aus Versehen weggedrückt. Ja, du bist einfach nur einer oben gerutscht. Einen? Ja, ich glaube nach jedem Rennen rutscht einer oben. Okay. Und dann beim letzten, denke ich mal, wirst du Zweiter sein. Und dann fährst halt gegen den Kollegen, der da immer kommt. Ach, darfst direkt nochmal. Ja. Du bist ja jetzt Profi auf der Strecke. Du musst echt jede Strecke zweimal fahren, ne? Was soll denn das? Ganz mal, da siehst du mal, wie einfallslos die sind, ne? Die sind... Den sind wahrscheinlich nur irgendwie... Deine Glücksträne ist vorbei. Also die hätten auch einfach mehr Strecken machen können, oder? Eigentlich schon. Also das muss man sich mal reinziehen. Die kassieren 8 Euro dafür und... Na komm, lassen wir das sein. Geschwindigkeit von 250. Oh Gott, das schafft er nicht. Das schafft er doch nicht. Klar schafft er das. Da muss schon echt eine lange Gerade sein, damit du das hinkriegst. 690.000, jetzt könnte vielleicht ein bisschen schwieriger werden. So. So, Countryman, zeig mal, du kannst. Ist die Strecke jetzt irgendwie andersrum? Ja, du fährst, sag doch, die Strecke wird immer anders. Hm, komisch. Jetzt sind wir gerade übrigens genau in der Nähe, wo man den Coca-Cola-LKW finden kann. Wenn ihr den noch gar nicht gefunden habt, also ich rede jetzt nicht von den normalen LKWs, die ja sowieso in der Stadt rumfahren, sondern den richtig großen, echten Coca-Cola-LKW, den könnt ihr auch finden. Wie ihr den finden könnt, in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal raufklicken, ist auch nicht so schwer. Muss man halt nur erstmal wissen. So, an dem Coin war ich jetzt auch schon wieder ganz knapp dran. Ganz, ganz knapp. Ja.
Ich frage mich gerade, welchen Antrieb der Wagen hat. Hat er Allrad oder was? Was hat er? Ich würde jetzt mal sagen, ja. Ja? Aber der driftet echt gut für Allrad, ne? Doch, der hat Allrad, man sieht das jetzt vorne, ja. Aber ob der was für, also jetzt so für Drift und den Block ist? Der ist natürlich klein und wendig, ne? Ich weiß nicht. Muss man eigentlich mal ausprobieren, ne? Ja. Könnten wir uns ja auch mal kaufen, mal tunen und dann mal bei Drift um den Block fahren. Komm, ich bin einfach an jedem Coin vorbeigefahren. Und an fast jeder Kiste. Komm, hier sind noch zwei. Ja gut, eine habe ich. So, das ist jetzt die zweite Runde und erst nach 260.000 Punkte. Ja. Und normalerweise müssen die Punktzahl locker erreichen. Ja? Ja. Wie viele Runden sind das denn? Achso, drei Runden. Drei Runden. So, die Kiste kriege ich aber jetzt hier. Ah, hab ich die verpasst? Ja. Echt? Wieder mal gekonnt vorbeigefahren. Schon wieder. Der Coin. Den kriege ich aber jetzt. Jawohl! Ui. Gab auch irgendwie 50.000, 60.000 Punkte. Ich glaube, da kann jetzt noch einer, ne? Kann das sein? Ich habe da so einige gesehen, aber ich glaube, den kriegt man gar nicht hier so richtig, oder? Wie willst du denn da hinkommen? Der Wagen ist doch viel zu niedrig. Da müsstest du schon mit so einem X6 fahren oder so. Boah, das war knapp. Punktzahl hast du jetzt schon, ja, was fast erreicht. Oh, ein Coin. Gesehen? Hast du sogar gekriegt. Ach, ich muss noch eine Runde, ne? Ja, ja. Boah, nee. Kann man nicht jetzt Feierabend machen? Ich hab die Punkte drauf. Da war auch noch ein Coin, ne? Deswegen sag ich ja von den Punkte her, ne? Das ist schon echt einfach, ne? Was war denn jetzt? Totalschaden. Ja, klar. Hab ich genau so gesehen. Drift King. Wollen mal kurz einen raushauen hier. Ja? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ein paar Kisten immer neu spawnen hier, oder? Kommt mir irgendwie so vor. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Ja, wie kommt mir das so vor? Hä? Mal kurz aus der Map rausgeflogen. Also aus der Strecke. Sie haben ja meistens immer schon echt so 100, 200.000 Punkte mehr bis jetzt, ne? Ja. Bei, in manchen Ausnahmefällen sogar noch viel mehr. Ich glaube, du hast einmal fast das Doppelte gehabt sogar, ne? Ja, ich meine ja. Nein! Oh. Das ist schon so ein bisschen Kindergeburtstag, ne? Weil ich geb mir, ohne Scheiß, ich gebe mir überhaupt gar keine Mühe, ne? Brauchst auch gar nicht. Ich gebe mir gar keine Mühe. Paar vernünftige Drifts machst, paar vernünftige Sprünge und dann ist die Punktzahl eigentlich schon drin. Das macht man auch irgendwie, ich weiß nicht. Gut, es ist schon cool, dass so viel mit Drift hier ist, ne? Aber so richtig Spaß habe ich daran jetzt nicht. Das ist eher wie so ein Zwang, weil jetzt hast du es gekauft, das musst du auch machen. Jetzt muss es spielen. Ja. Ja, guck mal hier, ey, knapp 400.000 Punkte mehr. Gar kein Problem. Jetzt sind wir schon unter den Top 5. Hier rennen, dann haben wir das schon fertig. Und danach kommt nichts mehr? Nö, ich glaube nicht. Oh. Dann hast du die 8 Euro weg. Verspielt. Ach, guck mal, das Plakat da oben, das hole ich mir noch eben. Das steht genau vor der Coca-Cola-Location. Warte mal, wo war das? Ah, yo! Ey, das ist der größte Scheiß, ne?
Ich bin hier. Ich wollte den Coin einsammeln, ne, wo ich den. In dem Video, wo ich den Coca-Cola-LKW gesucht habe. Ja. Da bin ich mit dem Pagani Huayra gefahren. Ich denke so, ach komm, du bist gerade hier, sammel den Coin mal ein. Dann fahre ich da durch. Und es ist nichts passiert. Jetzt hat's geklappt. Weil ich jetzt ganz knapp dran gekommen bin, ne? Der Huayra einfach unten durch. Dann kannst du den scheiß Coin nicht einsammeln. Was soll das? Das ist schon bekloppt. Das ist komplett bescheuert. Da habe ich schon wieder gar kein Verständnis für, dass man es nicht mit jedem Auto einsammeln kann, ne? Die sollten ja echt so platziert sein, dass du mit jedem Auto die Chance hast. Ich weiß sowieso nicht, warum fliegt der da rum? Warum ist der nicht einfach auf dem Boden? Ja, verstehe ich auch nicht. Zumal die ja mit dem Update auch geschrieben haben, es wurden, wurden manche Coins neu positioniert, weil man die nicht erreichen konnte. Ja, da frage ich mich, was haben die da gemacht? Oder? Pure Absicht. Ja, komisch. So, nächstes Rennen. Wieder am Arsch der Welt. Spawnen wir mal dahin. Hier, bitteschön. Ach, so ist das. Ja, du bist doch dran. Du zwei warst Rennen gemacht, ja. Und bin ich wieder dran. In der Folge warst du noch. So. Jetzt bist du. Hast du das schon markiert, ja, ne? Ja, ist schon markiert, genau. Ach, guck mal hier, das ist die Position von meinem ja, Soundcheck. Soundcheck. Oh. Von meiner Soundcheck-Tankstelle. Genau. Die Landschaft hier sieht echt cool aus, finde ich. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Auf der Strecke hier. Das sieht echt cool aus. Müsste schon gewesen sein, hier ist auch ein Driftrennen. Ja gut, kann sein, aber ich habe da die Umgebung wahrscheinlich gar nicht so wahrgenommen. Ja gut. Schon wieder ein Freund besiegt. Das passiert mir irgendwie jedes Mal. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die alle so schlecht waren. Schon, ich habe die Einfahrt verpasst. Wo ist denn hier mein Monster? Ach, da steht er ja schon. Warte mal. Gönne ich mir jetzt auch mal. Boah, ist das eine tolle Strecke, ey. Ich weiß jetzt schon, dass ich da jetzt schon richtig war. Übrigens keine Schleichwerbung jetzt. Ich habe mir den Monster tatsächlich selber gekauft. Nur mal so nebenbei. Die Wüstenstraßen von Ember Valley sind das nächste Ziel der Speedcross-Serie und Barracuda erhöht den Druck. Bis jetzt hat er noch gar nichts erhöht. Beherrsche auch diese Speedcross-Events. Sollte eigentlich kein Problem sein. Ich glaube echt nicht, dass es jetzt wirklich schwerer wird. Ja, ich mag Wüstenrennen um. Boah, ja. Ey, ist heute ein Ding, hast du gerade schon ein paar Mal gemacht. Was, Wüstenrennen? Ja, Offroad einfach. Bist du doch vorhin auch gefahren. Also in der letzten Folge. Ja, aber. Boah. Drei Runden. Jo. Ja, Stufe 290 hat der Wagen jetzt. Das heißt, wir waren gerade bei 272, glaube ich. 72, 73, irgendwie so, ja. Meinst du, der hört dann bei 299 auf? Boah, kann gut möglich sein. Es sind ja auch nicht mehr viele Rennen, ne? Nee, sind nicht so viele. Ja, die Strecke super. Ich glaube, der ist dann einfach fertig getuned, wenn du alle Speed Cross Events abgeschlossen hast. Ja. Alle zwei Minuten kommt hier ein Sprung oder was? Ja, und dann wahrscheinlich muss das Ganze gleich nochmal machen und dann hast du wieder mehr Drift und weniger Sprung. Toll. Da lässt sich echt so eine, ja, wie nennt man das jetzt? Ja, ich hab den Coin eingesammelt. Jo. Hoch.
Da lässt sich echt so ein Muster erkennen. Das ist immer gleich, ne? Du fährst ein Rennen, dann machst du das gleiche nochmal und das hat dann irgendwie wieder weniger Sprung und mehr Drift. Ja, das bleibt irgendwie immer gleich. Ja. Oh, da hinten war der Mond vorhin. Ich habe den Mond gesehen und das bei Tag. Krasser Typ. Der nächste. Oh, komm vorbei, alles klar. Jetzt so überlegst, ne? Ich habe die Punktzahl schon übertroffen. Okay, bin jetzt auch in der letzten Runde, aber. Ja, der Druck wurde auf jeden Fall erhöht. Ist schon. Es macht irgendwie. Ach, ich weiß auch nicht. Kein Spaß? Nee, immer weniger Spaß. Also, es ist cool, dass da mal was Neues kommt, aber er ist kein Brüller. Oder? Nee, ich glaube, da gibt's auch tausend. Das ist einfach kein Brüller. Andere Sachen, die hätte man da machen können. Da wieder 200.000 Punkte mehr, so ein Schnitt wie immer eigentlich. Wieder gar kein Problem. Jetzt sind wir Platz 4. Jo. Kommt bestimmt die gleiche Strecke nochmal. Ja, natürlich. Ja. Und zum nächsten Kurs. Valley Rangelei. Wenn du das zweite Speedcross-Event in Ember Valley dominierst, hast du eine echte Chance auf das Finale. Lass dich von Barracuda nicht nicht aus dem Konzept bringen. Ja, ja, mach ich nicht. Also ich dachte am Anfang wirklich so, da sind noch so ein paar Mitspieler, die da noch mitfahren. Aber ist nicht so. Hätte mich aber, glaube ich, auch wieder abgefuckt. Weil ja, zum Beispiel bei Offroad war das immer ganz schlimm mit den Mitspielern. Vor allem da, wenn ich am Wegdrängen, nur ein bisschen in der Luft und. Ja, ja, genau. Das war total nervig, diese Offroad-Rennen. Ja. Ich bin da ganz schön am Springen, auf einmal fliegt mir voll einer hinten rein und ich bin irgendwo ganz woanders. Ja, ja, dann wirst du neu gespawnt, alle sind dran vorbei. Ja. Ach, zwei Coins, die hole ich mir jetzt beide, pass auf. Ja, der ist nicht komplett außer Kontrolle gerät hier. Okay, wir haben schon mal den ersten. Den zweiten hole ich mir gleich. Neue Lieblingsstrecke. Jetzt noch einen Sprung mit dem Coin. Nein, aber dafür ein Backflip. Ja, das zählt nicht. Oh, was soll das denn? Dann zählt das nicht mehr. Sah aber cool aus mit den Neonleuchten darunter auch. Ich würde sagen, er war jetzt voll stark gemacht. Ich frage mich gerade, ob die Neonbeleuchtung schon von Anfang an hatte. Die habe ich hier zum ersten Mal gesehen. Ja doch, die hatte. Tja. Ja, ist auch, glaube ich, okay, du musst jetzt zwar viel mehr Punkte erreichen, aber ich glaube, das schaffst du ja sogar locker. Du bist ja noch in der ersten Runde. Hast schon die Hälfte. Ja, das ist auf jeden Fall kurios hier. Ja. Komm, komm, komm. No. Komm, ob ich den anderen jetzt erwischt da oben? Jawohl. Wie gewollt. Totalschaden habe ich auch noch mitgenommen. Jetzt habe ich die zweite Runde. Hm.
mitnehmen. Ja. Und den nächsten Coin. Oh. Ja, das heißt, haben wir nach dem Rennen sogar schon die dritte Folge durch. Da haben wir den nächsten. Da ging ja auch drauf hier. Ich glaube, ich habe sogar alle Coins angewendet. Aber schon anstrengende Strecken, ne? Ja. Ja. Ich finde es auch einfach mega. Das macht einfach gar keinen Spaß, wenn du schon in der ersten oder zweiten Runde schon längst die Punkte drin hast. Dann hast du auch gar keinen Bock mehr weiterzufahren. Ja, macht ja auch dann nicht viel Sinn. Nee, aber man... Weiß nicht, wenn das schon schwieriger jetzt gewesen wäre, dann hätte man wenigstens noch den Anreiz so, ah komm, ich muss noch ein bisschen besser sein oder so. Ja. Aber dann ist einfach jetzt nur Larifari eben die Story hier durchknallen und fertig. Ja, dann da war ja die normale Need for Speed... So, das haben wir auch geschafft. Dann machen wir direkt gleich weiter mit der Folge Nummer 4. Und dann machen wir den Rest noch weiter. Wir sind jetzt schon auf Platz Nummer 3, also wir kommen dem Ziel immer näher. Und in der nächsten Folge, Folge 4, da werden wir auch das Finale dann schaffen. So, ich würde sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis gleich. Bis gleich.